Die DHV-News vom 29. September 2023. Was ist heute im Bundesrat passiert? Bayern, zentrale Kontrolleinheit gegen Cannabis. Mit freundlicher Unterstützung von Awai Medical, Drehhandel und Seeds24. Herzlich willkommen bei den DHV News. Wir haben heute mal wieder eine etwas ungewöhnliche Produktionssituation hier. Der gute Video-Martin hatte einen Unfall letzte Woche im Verkehr, Fahrrad. Ist nichts Schlimmes passiert, nichts gebrochen und so weiter, aber doch ein bisschen angeschrammelt und zu Hause krank und trotzdem voller Einsatz hier aus dem Homeoffice mit dabei bei der Produktion, um euch möglichst viel DHV-News-Vergnügen zu bereiten. Ja, also gute Besserung auch nochmal an der Stelle in unserem gemeinsamen Video hier. Ja, und ansonsten ein paar Vorbemerkungen habe ich diesmal tatsächlich. Einige, die da zusammenkommen, drei oder bis vier, je nachdem. Auf jeden Fall der erste ist Cannabis Cowboys. Das ist ein Podcast, eine Reihe, ziemlich episch und lang und mega doll durchrecherchiert über den Betrug bei Juicy Fields. Dieses Schneeballsystem, wo man da irgendwie noch vor einem Jahr oder zwei oder was in so einer App irgendwie Cannabispflanzen kaufen konnte, hatte 100% Gewinnaufschlag in einem Jahr, konnte es halt wieder auszahlen lassen, neue kaufen und so weiter. Ne? War ein Riesenhype, die sind auch auf Messen riesig groß aufgeschlagen. Und das haben zwei Reporter minutiös auseinandergenommen, die am Anfang schon einen Verdacht hatten, da dran geblieben sind, immer weiter recherchiert haben, den Zusammenbruch von Juicy Fields irgendwie miterlebt haben und dann weiter geschaut haben, wo waren überhaupt die Wurzeln, wo kam das her, wer hatte die Idee, wer war alles beteiligt und so weiter. Interessanter Wirtschaftskrimi sozusagen, den die da als investigative Journalisten zusammengetragen haben. Sehr hörenswert. Ich habe es komplett gehört, es ist irgendwie 3 Stunden lang oder so. Findet ihr auf diversen Plattformen. Ich habe einen Link in Videobeschreibung zur ARD Media Audiothek gepackt. Aber gibt es auch woanders noch, steht dann da, glaube ich, auch dabei. Cannabis Cowboys, die Juicy Field Saga. Super Journalismus. Dann Hinweise auf gleich 2 BVCW-Aktionen. Die Kollegen vom Wirtschaftsverband sind sehr aktiv im Moment mal wieder oder auch ja schon immer wieder und haben jetzt diese Woche gleich 2 Pressemitteilungen rausgehauen. Eine zusammen mit etlichen anderen Initiativen wie ACM, SCM, alle, die irgendwie was mit Cannabis als Medizin zu tun haben, auch die ganzen Wirtschaftsverbände und so. Cannabis legal, Patientinnen egal, Fragezeichen, und was muss ich für Patientinnen verbessern? 10-Punkte-Plan für Medizin-Cannabis-Gesetz-Reform. Das habe ich euch hier unter dem Video verlinkt, könnt ihr euch gerne bei Interesse mal angucken. Dann noch eine Pressemitteilung vom BVCW. Der Bund will Industrie-Hanf-Forschung mit 3,1 Millionen Euro fördern. Gute Nachricht aus dem Bundestag bei der Haushaltsaufstellung ist das wohl zustande gekommen, 3,1 Millionen. Das ist schon mal ein anständiger Betrag, wo man Nutzern jetzt mal wieder mit nach vorne bringen kann, was damit passieren kann und so weiter. Seht ihr auch in dem Link in der Pressemitteilung unter dem Video. Und dann haben wir noch die Wahlanalysen. Da will ich nochmal darauf hinweisen, habe ich ja letzte Woche ein bisschen ausführlicher gemacht, ja, was dabei so ungefähr rausgekommen ist, auch die Unterschiede zwischen den Bundesländern. Ja, das ist ja immer so, dass die verschiedenen Parteien auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind in einzelnen Landesverbänden. Und das kann man eben in unseren Wahlanalysen nachvollziehen für Bayern und Hessen. Alle, die wahlberechtigt sind, nochmal der Reminder, schaut euch das an, geht wählen und macht das richtig dabei mit dem Kreuzchen. So, jetzt aber Titelthema. Ja, da warten jetzt schon alle drauf. Was ist heute im Bundesrat passiert? Ich versuche erstmal mit der Kurzversion, ja, vielleicht passt das gleich für YouTube-Shorts so, dann können mich alle, die gar nicht so die ausführliche, epische Story hören wollen, denen alles viel zu viel Gelaber ist, können dann schon mal abschalten, ins nächste Kapitel springen. Also die Kurzversion von dem, was heute passiert ist im Bundesrat. Die erste Runde der Beteiligung des Bundesrates am Cannabisgesetz Säule 1 für Entkriminalisierung, Eigenanbau und Anbauclubs ist heute im Bundesrat durchgegangen sozusagen, ja, wurde heute darüber abgestimmt, über die Stellungnahme. Jetzt geht es im Bundestag weiter mit der Debatte und die Anträge, dieses Gesetz grundsätzlich abzulehnen aus Bayern und den Antrag, das Ganze für zustimmungspflichtig zu erklären im Bundesrat, wurden abgelehnt. Das sind die wichtigsten
Themen, die vielleicht da noch hätten irgendwie Sand ins Getriebe streuen können, insbesondere der mit der Zustimmungspflicht, die wurden alle abgelehnt. Insofern, unsere E-Mail-Aktion letzte Woche war erfolgreich. Offensichtlich haben sich da nochmal die Ampelparteien mit ihren Koalitionspartnern in den Ländern hingesetzt und diverse Sachen abgelehnt. Das sind ja 81 Anträge zur Abstimmung gewesen. Inhaltlich komme ich da aber gleich nach der Kurzversion dazu. Vieles von diesem Horrorkatalog ist jetzt tatsächlich abgelehnt worden. Danke an alle, die bei unserer E-Mail-Aktion mitgemacht haben. Das hat geholfen, wie es aussieht. Und ja, alles gut. Es geht im Bundestag jetzt weiter. Ja, dazu dann später mehr. Und wer nicht mehr wissen will, kann jetzt weiterklicken. Und alle, die es genau wissen wollen, was heute da gewesen ist und so weiter, für die kommt jetzt die epische, ausgiebige Beschreibung. Also erstmal zu dem Thema Zustimmungspflicht. Das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch, nur weil der Bundesrat das jetzt nicht mehrheitlich so gesehen hat, ja, dass dieses Gesetz zustimmungspflichtig ist. Es kann immer noch jedes einzelne Bundesland juristisch dagegen vorgehen, auch nach Inkrafttreten des Gesetzes. Als einzelnes Bundesland Klage vom Verfassungsgericht, von wegen wir hätten beteiligt werden müssen, also nicht nur beteiligt, sondern wir hätten zustimmen müssen, ja, und irgendwie ein Veto einlegen können dürfen und so weiter. Das Damoklesschwert hängt immer über der ganzen Sache sozusagen. Auch noch nach Inkrafttreten kann das passieren, mit nicht ganz 100% gewissem Ausgang, auch wenn jetzt viele Fachleute zitiert werden, die sagen, ja, ist eher nicht zustimmungspflichtig, und so sehen das ja grundsätzlich auch die Bundesministerien. Aber ein bisschen Zweifel ist da vielleicht noch übrig und ein bisschen die Drohung aus Bayern insbesondere. Wir werden alles tun, juristisch und alles überhaupt gegen diese Legalisierungsgeschichte. Und ja, wir müssen damit rechnen, dass Bayern, wenn die irgendeine Chance sehen, da im Januar auch nochmal klagen. Oder je nachdem, wann das Gesetz eben in Kraft tritt, danach dann auch ankommen und sagen, hier, wir klagen dagegen. Also kein endgültiger Durchmarsch. Zu unserer Aktion, E-Mail-Aktion von letzter Woche. Da haben sich über 8000 Leute daran beteiligt. Ja, vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. An alle Landesampelpolitiker in Regierungsverantwortung geschrieben haben. Das waren ja auch einige Empfänger. Und es gab ja diese 81 Änderungsanträge, die in den Ausschüssen des Bundesrates noch mit Mehrheit beschlossen worden waren. Deswegen haben wir die Aktion gefahren, ja, weil wir eigentlich dachten, eigentlich hätten die Grüne, SPD, FDP schon im Vorfeld diese ganzen Ausschussbeschlüsse schon nicht zulassen dürfen sozusagen, aber sagen alle, ja, ist halt Ressortrecht, ja, können die Minister noch machen, was sie wollen, da sind die vogelfrei und legen uns dann einen Haufen Beschlüsse hin, die wir dann am Ende wieder ablehnen müssen sozusagen. Oder können. Finde ich politisch total irrsinnig, dass das so läuft. Ja, also da vorher seinen Minister stellvertretend reinzuschicken, wie Hamburg zum Beispiel. Hamburg gegen Legalisierungspläne hieß es dann in Medien, ne? Rot-Grün. Und die Grünen sagen, ja, ist halt die Einzelmeinung von dem Senator da. Ne? Also politischer Schaden angerichtet, scheißegal, irgendwie Nestbeschmutzer, alles wurscht, Hauptsache persönliche Meinung vorgetragen, 81 Beschlüsse vorgelegt, ja, und jetzt sind die reihenweise dann doch letztendlich abgelehnt worden. Auch sicherlich dank eurer Initiative, dank eurer E-Mails, dass sie da wirklich wach geworden sind in den Ampelfraktionen und gesagt haben, so, okay, müssen wir jetzt wohl mal, wirklich mal einzeln angucken, ja. Die Einzelnen hätten das vielleicht auch sonst so gemacht, ja, aber so waren wir doch auf Nummer sicher. Und zwar auch, wenn die teilweise natürlich diese vielen E-Mails in Ordner sofort gefiltert haben, ja, von wegen alle, die mit dem Betreff gehen, erstmal in einen Ordner, lesen wir gar nicht großartig. Natürlich lesen sie auch nicht alle E-Mails durch, die sowieso alle gleich sind irgendwie und beantworten die auch nicht alle einzeln, ja, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Habe ich denen auch vorher vorgeschlagen, ja, kurz bevor das losging, habe ich denen geschrieben, Achtung Leute, das geht jetzt gleich los, ne, ärgert euch nicht, nehmt das als Chance sozusagen, nehmt das als Signal. Schickt uns auch gerne nur uns irgendwie eine Antwort, ne, dann verbreiten wir die. Hat bis jetzt noch keiner wahrgenommen. Aber sie haben sich an die Arbeit gemacht offensichtlich und haben 81 Beschlüsse durchgefilzt und haben gesagt, okay, das nehmen wir nicht, da wollen wir mal irgendwie blockieren. Also, das kommen wir jetzt dann gleich im Einzelnen zu, was da dann durchgegangen ist. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, man kann sagen, es ist egal, ja, was die jetzt beschlossen haben inhaltlich. Ob die gesagt haben, hier 21 Jahre Höchstgrenze oder 25 oder 80, ja, vollkommen wurscht, ist ja sowieso nicht bindend, ja, weil wir sind nicht zustimmungspflichtig. Der Bundesrat kann erzählen, was er will. Und der Bundestag hat aber trotzdem die Macht, hat alles wieder abzuschmettern und eigentlich ist das wurscht. Ja, so haben wir viele jetzt schon argumentiert. Ist auch formal richtig. Deswegen haben wir gesagt, die anderen, die nur kurz haben wollen, müssen jetzt nicht weiter gucken. Das ist formal schon korrekt. Aber natürlich sind das solche Statements, haben die einen Einfluss auf die politische Debatte. Das haben wir ja auch vorher schon gesehen, ja, wie stark, wenn Kinder- und Jugendpsychiater da mit ihren Horrorgeschichten fett in Medien zitiert werden, auf und runter,
dann kriegt die Politik Schiss, ja, und so ein Minister wie der Lauterbach, der dann schreibt er da irgendwelche symbolischen Abstandsregeln rein, die vollkommen unsinnig sind, aber Hauptsache irgendwas mit Jugendschutz da reingeschrieben, irgendwie, was halt nur Sand im Getriebe ist. Und ja, man sieht, dass man da nicht immer faktenbasiert unterwegs ist, sondern ganz dann viel auch getrieben ist von irgendwelchen Scheindebatten. Und deswegen ist auch wichtig, was jetzt der Bundesrat da beschließt, auch wenn es nicht bindend ist, meiner Meinung nach jedenfalls. Und deswegen erzähle ich euch das jetzt hier auch alles. Also, ja gut, gehen wir mal rein inhaltlich. Wichtig, wie gesagt, der Antrag auf Zustimmungspflicht wurde abgelehnt. Und Bayern hat nochmal einen Antrag gestellt, das ganze Legalisierungsgesetz nicht haben zu wollen, abzulehnen, ja, als Bundesrat. Der Bundesrat möge sagen, das Gesetz ist bescheuert, kloppt das in die Tonne. Auch das wäre natürlich unverbindlich gewesen, ja, nicht bindend oder so, aber natürlich auch ein starkes Signal vom Bundesrat. Das ist verhindert worden, das waren die wichtigsten Anträge, die tatsächlich jetzt FDP, Grüne, Linke, Grüne und SPD in diversen Konstellationen mit ihren Koalitionspartnern durchverhandelt haben, dass dem nicht zugestimmt wird, gefälligst im Bundesrat, und das hat funktioniert. Aber auch bei noch einer Menge anderen Sachen ist das so gewesen. Ich gehe jetzt erstmal alle durch, die tatsächlich abgelehnt worden sind, nachdem da offensichtlich eben die Ampelparteien Initiative ergriffen haben. Zum Beispiel, dass auch Jugendliche für den Anbau bestraft werden sollen, war eine der Vorlagen, wurde abgelehnt. Dass im Umgang mit großen Mengen weiterhin Verbrechenstatbestand aufgestellt werden soll, mit hohen Mindeststrafen, dass man also unter ein paar Jahre Gefängnis gar nicht da rauskommt aus der Nummer sozusagen, ist auch abgelehnt worden. Aufklärung über Risiken sollte nicht den CSCs auferlegt werden, sondern als Punkt 9. Der Punkt 9 ist ziemlich lang gewesen da in der Vorlage. Das wurde auch abgelehnt. Das war eigentlich gar nicht so unsinnig, fand ich, ja, dass man gesagt hat, die ganzen Präventionsbemühungen sollen nicht alleine auf den Schultern dieser Präventionsbeauftragten der Anbauclubs lasten, sondern eigentlich kommunales Hilfesystem. Da haben wir ja professionelle Drogenberater und so weiter, ne? Und die Präventionsleute in den Clubs sollten eigentlich nur Bindeglied sein, ne? Um da den Durchfluss zu gewährleisten. Fand ich jetzt gar nicht so abwegig, ist aber auch abgelehnt worden. Auch genauso die Evaluation des Gesetzes, dass da jetzt vorher schon Daten erhoben werden sollen. Also da haben sie einfach offensichtlich Punkt 9 komplett abgelehnt, egal was da jetzt für Details drinstehen, weil ein paar blöde Sachen drin standen. Altersgrenze 18 sollte hochgesetzt werden. Höchstmenge 25 Gramm sollte runtergesetzt werden. Also diese Grenzen wurden in Punkt 10 kritisch hinterfragt, ja, von wegen, muss alles viel schärfer sein, ist abgelehnt worden. Auch Punkt 17, Altersgrenze anheben, wurde abgelehnt. Dann sollte geprüft werden, ob man nicht doch wenigstens im Knast und in Heimunterbringung und so weiter oder gezwungene Krankenhausaufenthalte, also Gefängnisinsassen, die im Krankenhaus sind, ob man denen nicht allen irgendwie Cannabiskonsum weiterhin verbieten könnte, also sowohl als Genussmittel als auch Medizin, ja, weil kiffende Leute im Knast, das können die sich nicht so richtig vorstellen, offensichtlich. Das ist auch abgelehnt worden. Dann sollte die Abstandsregelung auf 250 Meter ausgeweitet werden, ja, die sowieso total irrsinnig ist. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Wir wollen ja, dass jetzt der Bundestag Liberalisierungen noch jede Menge beschließt, viel weniger restriktive Regelungen da, diese ganze Überregulierung und so weiter abbauen. Und wenn dann natürlich so ein Statement vom Bundesrat kommt, wir wollen alles viel schärfer haben, ja, dann wird das nicht einfacher im Bundestag. Und so ein Beschluss wäre zum Beispiel eben auch gewesen, die Abstandsregelungen auch noch auszuweiten, anstatt die einfach komplett an den Nagel zu hängen, ist abgelehnt worden. Die Kifferei in Fußgängerzonen sollte laut Bundesratsbeschlussvorlage erst um 22 Uhr losgehen. Ja, in Fußgängerzonen haben wir diese komische, merkwürdige Regelung da drin stehen, dass man da zu den normalen Einkaufszeiten wohl nicht einkaufen soll. Und aber jetzt ab 20 Uhr ist schon okay, sagt der Bundesrat. Ja, also 22 Uhr die Verschärfungsantrag, der wurde abgelehnt. Bahnhöfe sollten die Abstandsregelung mit einbezogen werden. Also nicht nur im Abstand von Kinderspielplätzen, Schulen und Kitas und alles Mögliche mit Jugendeinrichtungen, Dings da, Bums da, sollten sowohl Anbauclubs 200 Meter Abstand halten, als auch der Konsum sollte nicht stattfinden in dieser Abstandsregelungsgeschichte. Und da sollten Bahnhöfe jetzt auch noch mit rein. Ja? Hier ist ja in jeder Ecke ein S-Bahnhof und so weiter. Ne? Das wäre also dann überhaupt nicht mehr gegangen. Ist auch abgelehnt worden.
irgendwelche Details zum Umgang der Polizei mit Minderjährigen, wann die wie zu halten, also da zu beteiligen sind und wie jetzt genau und wann genau die Eltern benachrichtigt werden, ist abgelehnt worden. Mehr Sanktionen für Jugendliche, ja, das ist denen nicht so ganz geheuer, ne, dass man gar keine Strafandrohung mehr hat, wenn Jugendlicher erwischt wird, ne, dass man nur irgendwie bei den Eltern Bescheid sagt oder so wie bei Alkohol. Wir können das doch nicht einfach so liberal wie bei Alkohol machen, ja, Hilfe, wir müssen die irgendwie bestrafen, damit wir ein Signal haben, ne? Also das kam jetzt auch wieder vom Bundesrat, ist abgelehnt worden. Also ich bin bei diesem Punkt war ich teilweise wirklich dankbar, ja, dass die Ampelparteien das jetzt durchgezogen haben, diesen Unsinn da irgendwie aufzuhalten. Die Betriebsgenehmigung für Anbauclubs sollte wieder auf 2 Jahre reduziert werden. Ne? Das ist ja im Kabinett erst angehoben worden, auf 7 Jahre, glaube ich, nachdem das vorher viel weniger war. Und die Bundesrat, die Ausschüsse, die wollten das jetzt wieder ganz kurz haben und dann ständig wieder neu überprüfen. Ist abgelehnt worden. Das Thema Wohnsitz, ja, da hat also auch bloß niemand mit Wohnsitz im Ausland in diesen Anbauclubs Mitglied sein kann, sollte jährlich per Selbsterklärung überprüft werden. Man sollte jedes Jahr im Prinzip sämtliche Mitglieder unterschreiben lassen, dass sie immer noch irgendwie einen Wohnsitz im Inland haben. Das ist auch abgelehnt worden. Jugendliche weiterhin bestrafen. Punkt 61 kam nochmal. Mehr Strafen für Jugendliche und auch die Abgabe an Jugendliche ist hier dann nochmal genannt worden, dass das ein Verbrechenstatbestand sein soll, wenn also ein 21-Jähriger einem 17,5-Jährigen irgendwie ein Gramm abgibt, da das sofort irgendwie Hardcore-Knast irgendwie angesagt ist. Das ist abgelehnt worden. Dann, ja, jetzt kommen nochmal wirklich kritische Punkte, wo nochmal wirklich gut war die Aktion, nämlich keine Tilgung im Bundeszentralregister. Da ist das eine Auge lacht, das andere weint. Hier ist das Lachende, ja, das also verhindert wurde, dass der Bundesrat fordert, dass diese Amnestieregelung greift. Also dass wenigstens im Bundeszentralregister diese ganzen Altfälle gelöscht werden, ja, die nach neuem Gesetz eben legal wären, die da immer noch drin rumdümpeln. Ja, das ist zwar sowieso nur eine halbe Amnestie, weil es noch andere Datensammlungen gibt bei der Polizei. Aber immerhin, ja, da die Ablehnung im Bundesrat haben unsere handfreundlichen Parteien verhindert. Noch eine Ablehnung hatten wir im Cannabis als Medizinteil, wo auch nochmal drinstehen sollte, dass Jugendliche weiterhin bestraft werden und so weiter. Auch da ist das mal abgelehnt worden. Also was jetzt die Bestrafen gegen Jugendliche angeht, da hat der Bundesrat ziemlich stabil irgendwie dagegen gehalten, gegen die repressiveren Tendenzen. Auch interessant die digitale Überwachung. Da haben auch die Innenminister und die Strafverfolger schwere Bauchschmerzen, ja, weil diese ganzen Online-Durchsuchungen von Computern und Telefonüberwachung und so, das wird ja sehr häufig mit Drogenmarkt und Drogengangstern irgendwie begründet. Die meisten Fälle jedenfalls gehen in die Richtung. Begründet wird eigentlich meistens mit Terrorismus und so, ne, man deswegen irgendwie Leute durchleuchten muss und irgendwie alles Mögliche in deren Privatsphäre eindringen. Aber faktisch ist am Ende der größte Teil Drogenverfahren, ja, wo die das machen. Und jetzt sollen sie es bei Cannabis nicht mehr tun, ja, und sagen, das ist aber blöd, wir wollen jetzt irgendeine Regelung da rein formulieren, dass Leute, die halt illegal handeln weiterhin, also der verbleibende Teil des Schwarzmarktes, dass man bei denen auch bitteschön weiterhin da irgendwie alles Mögliche durchleuchten kann. Also das ist auf jeden Fall auch abgelehnt worden. Ja. Das wird jetzt nicht mehr als so schweres Verbrechen angesehen. Das ist ja letztendlich auch tatsächlich dann eher so endgültig betrachtet, als würde jemand Alkohol verkaufen und halt nicht versteuern. Ja. Müssen wir halt dann da ein entsprechendes Verfahren machen. Also jedenfalls keine verstärkte Online-Durchsuchung durch Polizeitrojaner und so weiter, das wurde abgelehnt. Nummer 78 und 79. So, und alle anderen Beschlüsse haben eine Mehrheit bekommen. Jetzt kommen wir dann in den Bereich, ne, wo teilweise auch doch empfindliche Beschlüsse zustande gekommen sind, wo ich mich dann auch frage, wieso haben die das nicht auch verhindert, haben sie das nicht gesehen oder was? Und andererseits sind aber auch sinnvolle Beschlüsse teilweise dabei. Da ist ja nicht alles Unsinn, was da irgendwie vorgelegt worden ist. Zum Beispiel der Hinweis, dass die Abstandsregelungen kaum kontrollierbar sein werden. Ja, das ist auch eins der Statements gewesen und ist auch weiterhin durchgegangen. Klar, also das ist ja wahr. Ja, das macht auch Sinn, darauf mal hinzuweisen, dass das sowieso nicht kontrollierbar ist. Auch zum Beispiel wird begrüßt, dass der THC-Wert, Grenzwert für den Straßenverkehr wissenschaftlich fundiert angehoben werden soll oder verändert werden soll. Und da wird auch noch dazu gesagt, dass das möglichst auch mit dem Gesetz jetzt Säule 1 schon passieren soll, damit man das mindestens gleichzeitig macht und da jetzt nicht danach noch irgendwie damit rumhampelt, irgendwie mit dieser THC-Grenzwertfrage. Das ist auf jeden Fall ein sinnvoller Beschluss.
Einer, der interessant ist zumindest, ja, der so auch in der Debatte noch nicht stattgefunden hat, Punkte 28, 29, dass die BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Cannabis-Informationen regelmäßig evidenzbasiert aktualisieren soll, ja, immer anhand des neuesten Forschungsstandes und so weiter. Und dann auch die BZGA für die Ausbildung der Präventionsbeauftragten in Anbauclubs zuständig sein soll. Das ist also beschlossen worden jetzt vom Bundesrat als Statement. Ja, das wird vermutlich irgendwie dann auch in der Bundestagsdebatte nochmal auftauchen. Ist jetzt auch nicht total abwegig. Ja. Ob man das wirklich so haben will, ist ja eine andere Frage. Es gibt ja auch schon Leute, die sich jetzt positionieren mit solchen Kursen und so weiter. Ne. Für die wird das sicherlich nicht so fein sein, die Idee. Aber ja, da ist es zumindest nicht komplett abwegig. Die BZGA soll das machen. Dafür wird auch gesagt, die sollen das online machen dürfen. Ja, muss nicht immer in Präsenz sein. Was natürlich die Länder auch ein bisschen rausnimmt aus der Schusslinie da und auch für eine Vereinheitlichung des Lerninhaltes sorgen würde. Ja, interessanter Gedanke. Die Polizei soll direkt bei der Genehmigung von CSCs involviert werden. Okay, Standort und so, dass da keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Nachbarn und so weiter zu erwarten sind. Ja, das kann man vielleicht kritisch sehen, kommt darauf an, wie die Polizei so tickt. Auch interessant, Nummer 33, der Gesetzanspruch auf eine Erlaubniserteilung für CSCs soll klargestellt werden. Ja, also dass nochmal gesagt wird, Leute, da sind zwar die Landesbehörden, die zuständig sind dafür, diese Genehmigung zu erteilen und die Anträge zu prüfen und so weiter, aber wenn alles erfüllt ist an gesetzlichen Anforderungen, dann haben die Leute einen Anspruch auf Erlaubniserteilung und das sollte doch bitte im Gesetz nochmal klargestellt werden. Ja, aus Angst davor, dass irgendwelche Bundesländer das einfach komplett ablehnen, ja, egal ob die jetzt die Bedingungen erfüllen oder nicht. Auch ein interessantes Detail, es steht ein Genehmigungskriterium drin in dem Gesetzentwurf, dass die CSCs mit ihren Standortplanungen und so weiter auch das Bundesemissionsschutzgesetz mit beachten sollen müssen und dass man das irgendwie bei der Prüfung mit einbezieht. Also weil zum Beispiel auch Lärmschutz, ja, gehört da dazu und Geruchsbelästigung und so was. Und wo die gesagt haben, ja, so was ist jetzt nicht zu erwarten von so einem Anbauclub, insbesondere Lärmschutz, ja, was sollen die für Lärm machen, das wird schon nicht passieren und diese Prüfung können wir uns sparen. Wir sind ja eh jetzt irgendwie immer im Labern, wir wollen irgendwie alles entbürokratisieren und an dem Punkt machen wir das doch jetzt mal. Also kein Bundesemissionsschutzgesetz, das ist durchgegangen mehrheitlich. Das ist auch interessant, keine nachträglichen Bedingungen für die Genehmigung von Anbauclubs. Das wurde nochmal extra gefordert, das festzuhalten, ja, dass man nicht nachträglich, gab, scheinbar gibt es im Entwurf, war mir auch noch gar nicht so aufgefallen, irgendwo so eine Formulierung, dass auch nachträglich noch Auflagen ergehen können für die Betriebsgenehmigung der Anbauclubs, sodass das für die gar nicht planbar ist. Ne? Wenn man immer damit rechnen muss, dass wieder irgendwie noch was um die Ecke kommt, vielleicht hätte man am Anfang gar nicht in den Antrag gestellt, ja, wenn man vorher gewusst hätte, was da noch kommt. Und das ist natürlich auch ein richtiger Gedanke zu sagen, ja, bitteschön vorher irgendwie alle Bedingungen auf den Tisch legen. Auch ganz witzig in Bezug auf die Rede von dem Vertreter aus Sachsen. Da gab es ein paar Reden vor dieser ganzen Abstimmungsschlacht. Komme ich leider nicht mehr dazu, jetzt da noch Ausschnitte zu zeigen. Waren ein paar interessante Sachen dabei, könnt ihr euch nochmal angucken. Aber da wurde gesagt, ja, Legalisierung ist ganz schrecklich und so, ne? Genussmittel gefährlich, bla bla. Aber mehr Produktion von Cannabis in Deutschland, also zu medizinischen Zwecken, wäre schon cool irgendwie. Und das kam sicherlich aus Sachsen, weil der Vertreter das auch sagte in der Rede vorher. Ja, die haben halt ein paar von den Anbauern da. Unter anderem Demekan zum Beispiel. Und da die doch eigentlich viel mehr produzieren sollten, aber nicht alles importiert, ne? Und dann da quasi den Grasanbau in Sachsen dann doch hochfahren kann. Ja, auch wenn natürlich Cannabis als Genussmittel ganz schrecklich ist. So, jetzt, das waren einige okay Sachen, positive Beschlüsse, die eben doch durchgegangen sind. Oder zumindest jetzt nicht skandalös. Aber ein paar negative muss ich auch noch nennen, die durchgegangen sind, die doch eine Mehrheit gefunden haben. So unter anderem zum Beispiel Punkt 69. Die Verschreibung durch Ärztinnen und Ärzte darf nur erfolgen, wenn der beabsichtigte Zweck auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, alles andere muss austherapiert sein, alle anderen Medikamente müssen genommen worden sein sozusagen und keines hilft und so weiter. Also quasi Cannabismedizin als Ausnahme, Geschichte. Das ist verabschiedet worden. Dann auch den Hammer. Laufende Strafverfahren sollen nicht eingestellt werden. Das ist angenommen worden. Also
wo ich eben sagte, lachendes, weinendes Auge und hatte da das Lachende, wo gesagt wurde, naja, die Streichung aus dem Zentralregister soll doch stattfinden. Ne? Das abzulehnen wurde abgelehnt und damit ist im Prinzip, soll der Entwurf durchgehen, wie er jetzt ist, eben die Cannabis-Sachen aus den alten Daten rauszufischen. Aber laufende Verfahren sollen nicht eingestellt werden, die im Prinzip nach dem neuen Gesetz legal wären, die Aktionen, die man da sozusagen, wo man gerade deswegen den Prozess hat. Meinetwegen drei Pflanzen angebaut, ja, der Prozess läuft und im Gesetz steht, ja, die sollen halt eingestellt werden dann, logischerweise, ja, weil das dann gar nicht mehr illegal ist. Und das will der Bundesrat nicht, hat er jetzt beschlossen. Und ja, die sollen dann noch bestraft werden, die Leute, weil das ja noch passiert ist im Rahmen der Illegalität. Bei so einer Sache frage ich mich dann, okay, haben die da geschlafen oder was, die Ampelparteien, dass sowas dann mitgemacht haben, keine Ahnung. Zentrales Melderegister, auch ein Desaster. Ja, wegen der Regelung, dass man nicht in mehreren Clubs gleichzeitig Mitglied sein darf. Und das ja gar nicht kontrollierbar ist. Ja, im Moment ist das im Gesetz so geregelt, dass man eine Selbsterklärung machen soll. Ich bin halt nur in einem Club Mitglied. Ja, das war dann eine relativ schlanke Lösung für eine unsinnige Vorgabe. Aber die wollen jetzt ein zentrales Melderegister, wo alle Daten der Mitglieder zusammengeführt werden. Und dann auch natürlich logischerweise dann die einzelnen CSCs Zugriff darauf haben müssen, weil sie ja sonst gar nicht sehen, ob jemand schon einem anderen CSC-Mitglied ist. Also das wäre datenschutzmäßig ja, No-Go. Ja? Das würde mit Sicherheit irgendwie die Hälfte der potenziellen CSC-Mitglieder abschrecken, ja? Wenn man das nicht will, da in so einer zentralen Datei auftauchen. Verbot vom Anbau im eigenen Garten. Das ist auch ein Thema, wo ich nicht nachvollziehen kann. Ja, hat mich total gefreut, dass sie das mit bedacht haben, ja, dass man auch im Kleingarten Cannabis anbauen darf. Aber hier soll das jetzt eben geändert werden, nur in der Wohnung selbst. Ich nehme an, der Balkon gehört mit ein bisschen Glück noch dazu, aber jedenfalls ausdrücklich steht eine Begründung dabei. Punkt 21, dass der Anbau im eigenen Garten zu unsicher ist, zu zugänglich ist und deswegen verboten bleiben soll. Wieso haben die Grünen das gemacht? Ja, also gerade Outdoor-Anbau ist ja die zentrale Klimaschutzaktion überhaupt, den ganzen Strom sich da zu sparen. Und nochmal der Hammer, der letzte Punkt, Nummer 81 in der ganzen Liste, der durchgegangen ist. Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes blabla am 1. Juli 2025 in Kraft. Also anderthalb Jahre später, als möglicherweise das jetzt verabschiedet wird und beschlossen wird im Bundestag und so weiter. Angestrebt ist ja 1.1.24. Die haben beschlossen, ja, lass mal erst anderthalb Jahre später in Kraft treten. Dann können wir uns in aller Ruhe darauf vorbereiten. In aller Ruhe noch 300.000 Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten durchziehen, statistisch gesehen, ja, dazu erwarten wäre. Also komplett irre. Aber apropos komplett irre, es gibt auch noch zwei Beschlüsse, die blanker Unsinn sind, ja, die da verabschiedet worden sind, die will ich euch auch nicht vorenthalten, die auch nicht aufgehalten wurden von Ampelparteien. Und das eine ist ein Statement zur Prognose der so zu schaffenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Anbauvereinigungen. Das wäre nicht nachvollziehbar, sagt der Bundesrat. Die Annahme, dass nicht gewinnorientierte Vereine mit maximal 500 Mitgliedern im ersten Jahr 100 Teilzeitbeschäftigte, im zweiten Jahr 150, im vierten Jahr 250 und dann in den Folgejahren jeweils 300 Teilzeitbeschäftigte haben werden, wird nicht annähernd untersetzt, weshalb die damit verbundene Einnahmeprognose von 380.000 Euro im ersten Jahr und so weiter in der Sozialversicherung nicht nachvollzogen werden kann. Was für ein Bullshit, ja? Die Bundesregierung hat in dieser Erklärung da irgendwie in einem Erklärbär-Teil vom ganzen Gesetz drinstehen, dass sie das für alle Clubs zusammen annimmt, diese Zahl der Teilzeitbeschäftigten. Ja, die gehen also nur davon aus, dass überhaupt nur jeder zehnte Verein überhaupt einen Teilzeitbeschäftigten hat und alle anderen alles komplett ehrenamtlich machen. Und auch deswegen sind die Zahlen auch so klein. Ja, also das sind ja nur ein paar hunderttausend Euro da mit der Einnahmeprognose. Wenn das pro Verein wäre, dann wären natürlich die Zahlen viel, viel höher, logischerweise irgendwie. Und das haben die voll nicht gerafft. Natürlich hat nicht jeder Verein dann am Ende irgendwie 300 Angestellte, ja, pro Mitglied einen Teilzeitangestellten. Natürlich, also verstehe ich nicht, wie so ein Beschluss zustande kommen kann. Das ist doch offensichtlich Blödsinn. Und der zweite Punkt, der ist noch blödsinniger. Da geht es um die CRISPR-Cas-Genschere. Ja, auf Twitter ist schon jeder Kommentar jetzt irgendwie zu Cannabis. Es hat irgendwie einen Bezug zu Genschere, weil es ja alles darüber aufregen, weil das auch totaler Bullshit ist. Da wird ja gesagt, das ist jetzt ganz einfach mit dieser neuen Genschere CRISPR-Cas9, kann man ja super einfach irgendwelche Gene austauschen und so weiter. Und das kann man ja demnächst auch zu Hause machen, möglicherweise. Und dann kann es nämlich sein, dass Leute,
die 10%-Obergrenze für den Eigenanbau von THC umgehen, indem sie mit der CRISPR-Cas9 Genschere herumfummeln in ihrer Pflanze und am Ende tierisch viel THC da drin haben. Und das ist natürlich erstens deswegen Blödsinn, weil für einen Heimanbau gar keine THC-Grenze gibt in dem Gesetzentwurf von 10%. Man kann sowieso irgendwie sie gleich irgendwie starkes Saatgut holen, was halt knallt wie Sau. Braucht man jetzt nicht unbedingt sich einen Genschere-Apparat zu kaufen dafür. Dürfte auch billiger sein als ein Genschere-Apparat. Also ist überhaupt nicht vorgesehen im Gesetz, sondern so eine Obergrenze für zu Hause. Ja, und zweitens, natürlich ist das viel billiger, das irgendwie anders zu regeln, wenn man viel THC in deinem Kram haben will. Ne? Dann kann man gleich auch im Schwarzmarkt was besorgen noch oder so. Aber es gibt ja auch gar keine Obergrenze. Ja, das ist sowieso alles Blödsinn, ja, mit der Genschere. Das irgendjemand da gedacht, ich habe mal was gehört von der Genschere da, ne? Irgendeine Ministerin oder Minister. Und ich schreibe das jetzt mal da rein. So, ne? Ich weiß was über die Genschere. Und damit kann man alles umgehen. Das müssen wir mal darauf beachten. Ja, haben sie auch beschlossen. Haben sie auch nicht aufgehalten. Ja? Bullshit-Bingo. Okay, das war jetzt erstmal mit den ganzen Details. Wie gesagt, also das ist alles nicht verbindlich, egal ob das durchgekommen ist oder nicht. Das ist ein Statement jetzt vom Bundesrat, genauso wie es halt verfahrensmäßig vorgesehen ist. Der Bundesrat wird beteiligt, darf seinen Senf dazu abgeben. Das hat er jetzt gemacht. Die schlimmsten Beschlüsse sind verhindert worden, auch durch euch, durch uns, durch unsere gemeinsame E-Mail-Aktion. Haben die sicherlich bemerkt, dass da draußen ein Haufen Interesse daran ist, was jetzt da passiert. Und dass sie nicht einfach irgendwie nichts machen können. Und ja, soweit so gut. Hat geklappt. Nächstes Thema. Bayern. Holecek hat wieder geliefert. Ja, der macht jetzt jede Woche eine Cannabis-Pressemitteilung. So ähnlich wie Christine Lüttke von der FDP ihren Weekly Weed-Tweet, wo sie irgendwelche Statements abgibt, wie konkret Cannabis legalisiert werden sollte. So macht der Holecek das jetzt mit einer Pressemitteilung gegen die Legalisierung und hat wieder denkt sich mal irgendeinen neuen Spin aus. Ja, dann bestellt er mal einen neuen Präventionsbeauftragten und dann ist der Professor sowieso. Und der redet dann immer irgendwas, wie schrecklich Cannabis ist und dann auf gar keinen Fall legalisieren soll in der Pressemitteilung und so weiter. Ja, und jetzt, diese Woche, hat Holecek gesagt, also immer dazu noch, irgendwie, wir werden alles tun, juristisch, um dagegen vorzugehen, die Legalisierung zu verhindern, bla bla. Diesmal auch wieder. Aber zusätzlich jetzt der neue Gag, eine zentrale Kontrolleinheit will er schaffen. Ja, wenn das jetzt doch durchgeht, gegen den Widerstand von Bayern doch passieren sollte, dass das Ganze jetzt in Kraft tritt mit dieser Teillegalisierung, dann will er so eine Art Rollkommando jetzt da irgendwie in Bayern einführen. Zentrale Kontrolleinheit, und ich zitiere jetzt mal aus der Pressemitteilung, diese Kontrolleinheit soll durch einen strengen Vollzug des Cannabisgesetzes der Bundesregierung durch den Freistaat den Konsum dieser gefährlichen Droge eindämmen und so weit wie möglich verhindern. Ja, ein bisschen komisch, ne? Also da wundern sich auch alle, auch in Medien. Und da ist von Kiffkontrolleuren die Rede bis hin zum Cannabis-SEK in den Überschriften. Diese Einheit soll uns auch für die Genehmigung der Cannabis-Anbauclubs zuständig sein. Ja, die Länder können ja selber bestimmen, was jetzt die zuständige Behörde ist. Und in Bayern würde dann das Cannabis-Rollkommando, um den Konsum zu verhindern. Ja, die sollen dann die Anbauclubs prüfen und genehmigen. Das wird ein großer Spaß. Ja, also deswegen will man auch möglichst wenig Ermessensspielraum in den Ländern haben. Und deswegen wurde ja auch von anderen Ländern beantragt, das muss aber schon ein gesetzlicher Anspruch sein, dann auch auf so eine Genehmigung, ne? Damit nicht das bayerische Rollkommando die ganzen Anträge ablehnt. Naja, also nächste Woche sind Landtagswahlen in Bayern. Ja, alle, die in Bayern wahlberechtigt sind. Ja, die CSU möchte bitte nicht gewählt werden, sagt sie. Bleiben wir mal in Bayern. Ja, kann man sich mal ein bisschen vorstellen. So, jetzt was mit dem bayerischen SEK, was das damit so aus sich hat. Weil das gibt es da eigentlich längst. Ja, die ganze bayerische Polizei ist ein Cannabis-SEK, könnte man sagen. Ein Beispiel jetzt hier, diese Woche in Plößberg, Landkreis Tirschenreuth. Da hat jemand angerufen, ein Nachbar, da hat irgendwie da eine Kifferrunde in der Wohnung ist, ja, da hat angerufen, ja, Kriminelle, Todesdroge, bla. Und das ist natürlich, da hat Cannabis-SEK bayerische Polizei da angerückt. Da war keiner in der Wohnung, ne? Ja, klar, ne? Bayern, Hausdurchsuchung. Ja, ist wahrscheinlich immer Gefahr im Verzug, auch wenn das Gras alleine zu Hause ist, egal, gefährlich, müssen wir reingehen. Und dann haben sie dann doch im Anschluss die Betroffenen noch befragen können, ja, nachdem sie da ein bisschen Gras gefunden haben. Und dann haben sie gleich zwei weitere Hausdurchsuchungen gemacht. Und dann haben sie insgesamt 15 Gramm Cannabis beschlagnahmt bei den drei Hausdurchsuchungen aufgrund eines Anrufs eines Nachbarn.
15 Gramm insgesamt, ja, also eine Menge, die auch bei einer einzelnen Person demnächst dann vollkommen legal wäre, dann dürften sie das Zeug nicht mehr beschlagnahmen, ja, aber wahrscheinlich wollen sie dann trotzdem weiter in die Tür eintreten mit dem Rollkommando, um wenigstens irgendwie den Leuten ein bisschen Respekt einzuflößen, ja, mit ihrem legalen Cannabis da. Also, so läuft das in Bayern und Bayern will damit weitermachen. Anders sieht das aus bei der Jungen Union Niedersachsen. Die schert jetzt aus dem ganzen Irrsinn und hat die Legalisierung von Cannabis beschlossen, programmatisch, dass sie dafür sind. Und das ist Teil einer ganz langsam stattfindenden Bewegung, Veränderung innerhalb der Jungen Union. Die Jugend- oder junge Menschenorganisation der CDU und CSU. Ich glaube, ja, bis 40 oder was kann man da Mitglied sein, also mitteljung, sage ich mal so. Und super strenge Bedingungen wollen wir natürlich haben für die Legalisierung. Ich glaube, ab 21 ganz grundsätzlich ist dann da auch als Altersgrenze zum Beispiel gefordert. Aber immerhin, ja, man will mitreden jetzt bei der Legalisierung und hat sich da mal Ruck gegeben, irgendwie den alten Käse da aufzugeben. Und jetzt ist wieder einer mehr. Ja, geht langsam voran. Ist ein Prozess, der schon seit Jahren dauert und bis jetzt noch nicht viele erfasst hat, aber ein paar Gliederungen gibt es schon. Ich glaube, zum Beispiel die Junge Union Stuttgart ist da schon relativ lange dabei. Die haben mich auch mal eingeladen zu einer Diskussionsrunde. Oder auch in Berlin hier. Ich weiß nicht, ob ganz Berliner Junge Union oder nur Junge Union Lichtenberg oder so. Also da ist auch schon mal was passiert in die Richtung. Jetzt Niedersachsen, wenn ich richtig informiert bin, war das jetzt das erste Flächenland, wo der Landesverband der Jungen Union die Legalisierung beschlossen hat. Wunderbar, gerne mehr davon, ja, bringt die Mutterpartei ins Schwitzen. Schluss mit Rollkommando, Cannabis normal, kann ich da nur sagen. Und dann nochmal kurzer Hinweis zu unserem Drogenbeauftragten Burkhard Blinert. Der hat mal wieder gepostet und Presse gemitteilt, dass es ein Treffen gab der europäischen Cannabis-Reform-Länder in Malta, wo die sich mal wieder ausgetauscht haben über Europarecht und so weiter. Steht jetzt nichts irgendwie weiter dabei, was jetzt dabei rausgekommen ist. Also nichts wahrscheinlich im Sinne von handfeste Initiative oder so, von wegen das und das ist jetzt unser Masterplan oder so. Aber immerhin, die treffen sich weiterhin, ja, sehen weiteren Reformbedarf und werden sicherlich auch sich noch weiter treffen. Das dauert alles ewig, ne, wie man das so gewöhnt ist. Aber zumindest passiert da was im Hintergrund. Und Blinert ist da dran. So, jetzt Termine. Die schaffe ich hoffentlich noch, bevor ich endlich mal wieder Wasser trinken kann jetzt hier. Würzburg trifft sich unsere Ortsgruppe Freitag 29. 19 Uhr, schafft man nicht mehr. Regensburg, Samstag 30. Treffen der Ortsgruppe 19 Uhr. Bis Samstag 19 Uhr sind wir online, das passt. Regensburg. Heidelberg, Teamsitzung, 2. Oktober. Dann Infostand Ortsgruppe beim Oktoberfest in München. Das ist natürlich auch immer schick, 3. Oktober. Dann Stuttgart, Tag der deutschen Breitheit, eine Traditionsveranstaltung mittlerweile zu dem Feiertag, der ja am 3. Oktober auch immer ist. So ist auch immer in Stuttgart der Tag der deutschen Breitheit. Dann Halle, Treffen der Ortsgruppe Mittwoch, 4. Oktober. Darmstadt, Treffen der Ortsgruppe 6. Oktober, Freitag. Freitag, 6. nochmal Oldenburg. Dann ein Fachgespräch Grün voraus, Cannabis-Bundestagsfraktion. Cannabis-Modellprojekte in Deutschland. Also da will man sich darauf vorbereiten, jetzt auf Säule 2 sozusagen, ja, die auch noch geplant ist, mit der dann doch durchregulierten Cannabis-Marktgeschichte vom Samen bis zum Fachgeschäft. Donnerstag, 12. Oktober mit Anmeldung. München. Ortsgruppentreffen, Donnerstag, 12. Oktober. Und Heilbronn, letzte. Legal High, Fachveranstaltung zur kontrollierten Abgabe von Cannabis und deren Auswirkungen auf die Jugend in der Gesellschaft. Und da sind auch Leute von unserer Ortsgruppe Rhein-Neckar dabei in Heilbronn, Freitag, 13. Oktober. So, dann warten wir wieder, ne, ausführlich diesmal wieder. Aber da draußen haben so viele Leute gesagt: So, was war das jetzt für eine komische Abstimmung hier? Von wegen Zustimmung zu Nummer 81 und 87 und 16 und 53. Und kein Mensch hat mehr gerafft, irgendwie, was da los ist. Und ich habe das mal auseinandergedröselt. Ich hoffe, ihr wisst den Service zu schätzen. Und ich hoffe, die anderen, die das nicht wissen, haben wirklich geschafft, irgendwie den Ausstieg und ins nächste Kapitel zu springen, ohne sich das ganze Zeug anzuhören. Gebt mir ein Like dafür sozusagen, ja, egal ob ihr geskippt habt oder nicht, für dieses Video. Und ja, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und jetzt trinke ich einen Schluck Wasser. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen ruhsamen Abend. Ja. Ich bin kein Wasser da.